Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück. LS17 Süderman Version 10 zusammen mit den Ansgar und den Werner. Hallo. Alter, wenn du nachts eine Fuhre Raps von A nach B bringst, sieht das aus, als wie du Asphalt geladen hättest. Es gibt doch auch diesen Construction Mod, oder? Für LS17? Ja, ja, ja. Das hat doch auch was mit. Also, Construction oder Mining? Also, Construction dachte ich, aber es kann auch Mining heißen, keine Ahnung. Mining Construction, um genau zu sein. Ja, so irgendwie. Nein! Doch! Die Mälzerei ist geschlossen. Jolisch. Dann springt jemand Zaun. Ja, danke. Danke für nix hier. Du hast doch eine lieber Kettensäge. Lieber Mälzer. Mit. Ja, stimmt, die Kettensäge. Ich probier's mal aus. Nix möglich. Oh. Ja, lass mich kurz den Raps abladen und dann können wir gerne vorspulen. Ja. Was möglich ist. Vielleicht sollte man die Kühe nochmal sauber machen, aber. Ja, dann mache ich das mal in der Zeit. Okay. Ja, ich schnapp mir mal den Dings hier und dann machen wir mal sauber. Oh Gott, ja. Boah, ach du Scheiße, Saatgut. 36.000. Yo. Läuft bei uns. Wenn wir eins haben, dann haben wir das. Wir könnten auch mal Überschüssiges verkaufen, tatsächlich. Ja, das können wir dann alles machen, wenn das andere wächst und gedeiht. Das rennt uns ja jetzt nicht weg. Die das Produktion läuft ja noch. Aber dann rückt unser Glas näher. Oh ja. Zwinker, zwinker. So, da habe ich echt zu viel Raps mitgenommen. Verdammt. Also, ja. Die Raffinerie wäre betriebsbereit. Ja, okay. Dann können wir im Prinzip spulen, oder? Warte mal. Ist die BGA abgedeckt? Ja. Okay, dann können wir das auch nämlich machen. Aber habe ich schon vor 5 Folgen oder so gemacht. Ja, dann war Felder vergessen, sag ich gerade. Kann man das irgendwo nochmal nachprüfen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die abgedeckt ist. Absolutes Chaosprojekt. Ja, warte mal. Ich hüpfe mal ganz fix hin, guck mal, ob die Plane drüber liegt. Jo, ist abgedeckt. Okay. 10% bereits gegärt. Was haben wir denn Kohlen? Wenig für den Klaas. 116k. Ne, ich muss die Felder hier gerade noch verkaufen. Verkaufen? Jo, ich hab ein paar vergessen. Ah jo, die 26. So, dann cheaten. 4, 8, 1, 2. Ich glaube, wir müssen die auch mal wieder tränken, die Kühe, ne? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Willst du die Kühe ertränken? Nee, tränken, nicht so. Ertränken. Ja, Ansgar, ne? Wenn wir das hier geht. Alle Kühe ertränken, dann wird der Butterpreis noch teurer. Das bei wollen uns, wir ja nun wirklich. Bei nicht. Uns, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber ich drück's mal ganz vorsichtig aus, ne? Mhm. Bei uns, die Tage in der Zeitung gewesen, ein Schafbauer, also ein Landwirt, der sich auf Schafe spezialisiert hat. Ein Schäfer, ja. Ein Schäfer, ja. War mit der Leistung seiner Schafe nicht zufrieden. Hatte 115 Schafe. Die Hunde. Ja? War mit deren Leistung nicht zufrieden und jetzt hat er keine Schafe und keine Hunde mehr. Höflich auszudrücken. Wie kam es dazu? Ach, die hat er verkauft, okay. Er hat sich ein Messer genommen. Oh. Und hat die aber das dann auch ich, zu Fleisch... Das glaube ich nicht. Hey, das, was sind das denn für geisteskranke Leute? Das ist genau das. Vor allem die Zeitung. Du hast dieses Foto in der Zeitung gesehen. Das war zweite, dritte Seite. Und da denke ich mir, das kann man doch nicht machen. Lass mich raten, krone.at? Krone oder tt.com. Ich weiß nicht ganz genau. Irgendwas Krone so die Bild der... Ja, ja. Hab ich auch schon gesagt. Ne? Die Bild-Zeitung Österreich. Das fand ich wirklich, also natürlich, der Typ hat komplett einen auf vom Zaun, ist mir klar, aber dann stelle ich nicht so ein Foto in die Zeitung, wo nee. Du siehst, wie 115 Schafe rumliegen und 4 Hunde noch irgendwo zwischendrin. Das fand ich ein bisschen gar arg. Ich finde Schafe schön. Ich finde Schafe auch wunderbar. Die sind so, die sind einfach so friedlich. Wenn ich am Rhein entlang fahre, bei uns,
Dann sehe ich auch immer diese Schafe da grasen und die stehen da mit ihrer Wolle und die sind immer so friedlich. Die stehen und stehen essen da mit einfach ihrer nur. Wolle. Die stehen aber. Jo, Digga, was willst du? Wolle? Wie viel? Wie viel Gramm? Wie viel Gramm, Die Junge? stehen immer so am Zaun und dann wird gedealt. Schneid dein Stückchen runter, kein Problem. Apropos Digga. Oh, jetzt Ja, geht's ich die hatte Überleitung, ey. gehofft, wir kommen nur. Apo-RED, ja. Ja, Ja. der Apo, das heißt Red. Der echte. Der echte Junge. Jo, Echte wurde ja Mann. nur letzte Woche offiziell verurteilt. Mit seinem Kollegen da. Ja, spannende Story. Wurde getwittert. Von so einem, keine Ahnung, semi-professionellen YouTube-News-Verband. Und ja, dann stand es fest. 7 Monate auf Bewährung, auf 3 Jahre gestreckt, 200 Sozialstunden. Und das war es in dem Falle eigentlich. Und 1500 Euro Geldstrafe für seinen Kollegen da. Und dann, aber das war ja noch nicht alles, dann kam 2 Tage oder einen Tag später ein Video raus. Ist heute noch zum Zeitpunkt der Aufnahme YouTube Trends Platz 1. ApoRed frisch aus dem Knast. Na, 1,6 Millionen Klicks. Und einen Tag später, ApoRed ist hier Gefängnisstrafe, Statement über 39 Minuten, lyrische Ergüsse, beziehungsweise, ja doch, lyrische Ergüsse kann man dazu sagen, Ein dann, One-Taker. ja genau, ein One, das war wirklich ein One-Taker, das muss man lassen, auf 39 Minuten mit 9-mal Werbung und Statement. Und das habe ich mir natürlich angeschaut, weil ich wollte halt mal wissen, was Phase ist, ne? Für die Aufnahmeadresse steht, ja. Und ja, interessant. Also interessant in dem Sinne, dass er ebenfalls in den Statement-Video mal wirklich er selbst war. Das muss man ihm wirklich lassen. Da Auch war er Drogen halt am Start, ne? richtig, da war er mal auf Trocken am Start. Klingt so falsch. Das klingt falsch, ist richtig, aber da Das war ist er halt jetzt einfach wirklich mal mal so, ne? auf Trocken Ja. am Start. Wo man halt merkt, na, so dumm ist der eigentlich gar nicht. Wie, er hat zwar nicht gerade viel Ahnung, aber so dumm wie er in den Videos immer tut, ist er eigentlich gar nicht. Aber das Endeffekt vom Lied ist, er geht in Berufung. Safe, Digga. Aber ich fand den jetzt auch nicht besonders schlau. Also, weiß ich nicht. Ist jetzt mein persönlicher Eindruck gewesen, aber. Sag mal so, er wird der hochintelligenteste ist er nicht, sonst hätte er ja so eine Scheiße nicht gemacht, die er gemacht hat. Aber der dümmste Mensch auf der Welt ist er halt auch nicht. Aber was fandest du denn jetzt besonders raffiniert an seiner Nee, Aktion? also an seiner, da fand ich gar nichts raffiniert. Ich Oder an meine, wenn seinem das, Statement oder. da fand ich, was raffiniert fand ich da nichts. Ich fand halt, wie er das, also wie er sich im Video gegeben hat, da hast du halt gemerkt, er will jetzt gerade mal nicht seine Rolle spielen, sondern er will jetzt den Leuten mal wirklich erklären, was Phase ist und wie es war. Aber So, er hat das, in da. jedem zweiten Satz erwähnt, dass er ein richtig harter Kerl war in seiner Jugend und immer allen auf Ja. die Fresse gegeben hat. Also das hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht unbedingt gemacht. Das ist ja das andere mit Schlaue. Nicht besonders Schlaue. Ansonsten hast du, bin ich ja der Meinung, hast du schon gemerkt, dass er jetzt einfach mal erzählen will, was Phase ist, ne? Ja, Ohne gut. jetzt dieses übertriebene Gelaber, Aber dass er dass vielleicht so er ist auch und so. seine Dings da verpeilt hat, seine Einladung. Ja, da ist er halt selber dann schuld. Das ist klar. Sowas Ja, das verpeilst du kann halt doch nicht. jedem passieren, weißt Ja, du? das kann auch, ja, Nee. es kann auch jedem passieren, aber bei sowas darf es ja nicht passieren. Das glaube ich, hat er jetzt auch verstanden. Hoffen wir Nee, das mal, ja. passiert einem doch nicht, oder? Man checkt doch Nein, das passiert regelmäßig einem nicht. seine. Junge, ich habe doch nicht jeden zweiten Tag einen Gerichtstermin, damit Vor ich allen mal Dingen, einen vergessen das kann. ist doch auch entsprechend gekennzeichnet. Sowas geht doch per Einschreiben oder sowas dann ein, oder? Das ist Klar. richtig, ja. Aber hat er Also. gesagt, das macht nochmal seine Mutter für ihn die Termine. Das fand ich auch lustig. Die ganze Zeit der harte Junge und mega alles im Griff und immer die Fäuste regieren und so und dann die Mutter managt sein Leben. Also ich kann es verstehen und das ist auch nichts gegen die Mutter oder so, aber es ist irgendwie, ich würde dann erwarten von einem, der so hart drauf ist, dass er sein Leben auch alleine gemanagt bekommt. Aber ja, war recht, naja, interessant. Teilweise belustigend, teilweise interessant, teilweise ein bisschen Wenn fremdschämen. man anhubst, ne, dann steige ich aus und dann zeige ich dir mal, wie das geht. Willst du mir dann auf die Fresse Nur geben? der Provokateur, ne? Eieiei.
Ruf meine Mutti an, ich sag dir das. Die organisiert dir das? Ja, die macht mir einen Termin bei dir. Morgen kommt mein Junge vorbei, hau dir aufs Maul, du. Brüder. So, ich muss Mischfutter herstellen. Pfeffern. Aber, Sie waren ja noch interessiert an meiner Story über Twitter? Ja. Hast du die in 5 Minuten? Ich glaube nicht. Ja, wenn ich schnell mache, schon. Machen wir die Kurzversion. Du warst ganz normal einkaufen, Andy. Moment, da muss ich erst kurz ausholen, weil das ist was Besonderes. Ne? Es war Freitagmorgen. Ich bin durch Zufall mal kurzzeitig wach geworden, weil, keine Ahnung, irgendwas hat von oben geknallt. Nachbarn halt. Und dann hab ich halt auf die Uhr geguckt und haben wir gedacht, naja, ist relativ früh, aber ich brauch halt noch Kackpappe. Und deswegen hab ich gedacht, Umgangssprachlich aus, also Klopapier auch gekennzeichnet. Richtig. Toilettenpapier, Kackpappe halt. Und haben wir halt gedacht, gut, stehst halt auf. Gehst halt fix einkaufen, dann holst du halt Kackpappe und holst halt noch was zu saufen halt mit, weil der Vorrat eh wieder alle ging. So, da gehst du ungelogen das erste Mal die Woche raus, lebst gefühlt 300, 400 Meter, bist du so, oder 500, was weiß ich hab von Entfernung nicht so viel Ahnung. So, bist du kurz vorm Parkplatz des Supermarktes. Ne, da kommt ihr halt auf der Straße noch entgegen, guckst du halt so leicht rüber, Sonne hat geschienen, Sonnenbrille oft gehabt, Dreiviertelhose, ganz trocken am Start, Cheesies an, weißt du? Und fummelst dir halt am rechten Hosenbein rum, weil du halt dein Portemonnaie rausholen willst für einen Einkaufschip, weißt du? Guckst dann so ganz kurz rechts rüber, siehst halt so einen T5-Bus von der Polizei, ne, denkst dir nichts dabei, gehst weiter ein paar Meter geradeaus, guckst nochmal aus Zufall nach rechts, merkst du, ey, die kommen irgendwie relativ zielstrebig auf dich zu, beziehungsweise das Fahrzeug. Gehst weiter, guckst nochmal rüber, denkst, alles klar, der kommt wirklich zielstrebig auf dich zu. Gehst noch ein Stück weiter, guckst wieder hin, siehst, dass die Beifahrertüre und die Seitentüre aufgeht, drei Mann raushuppen und irgendwie in deine Richtung gestikulieren. Ne? Da habe ich mir dann so gedacht, na, nimmst du mal die Kopfhörer raus, ne, weil ich hatte Mucke gehört. Und dann hörst du auch nur noch so, einmal stehen bleiben, bitte. Ihren Ausweis, bitte. Auf meine Frage hinweg, was denn anstehen würde, kam die Antwort, nichts, allgemeine Personenkontrolle. Ich gedacht, ah ja, naja. Dann die Frage, wo wollen sie hin? Sagen wir es mal so, Rucksack, Portemonnaie draußen, Einkaufschip auf der Hand, vorne ist der Supermarkt, ich möchte einkaufen. Nur einkaufen. Herr, so und so. Na, kommen Sie mal bitte mit zum Auto. Mit zum Auto gekommen. Ich hatte in dem Moment gedacht, alles klar, gleich macht's Klick. Die Videos, die du hochgeladen hast, kannst du heute nicht mehr einstellen. Ich hatte zwar in dem Moment auch überlegt, was könnte anstehen, irgendwas vergessen, irgendwas gemacht, von früher irgendwas, aber mir ist absolut nichts eingefallen. Naja, legen Sie mal Ihr ganzes Gelumpe da ab, ne, alles abgelegt, was ich halt so dabei hatte, ist alles, ha, dann halt, ne, ans Auto, abtasten, bla bla bla, ha, passt, Handyhülle wegmachen, ob irgendwas drin ist, Handy entsperren, Seriennummer geprüft. Ist das Ihr Handy? Ja, wie alt ist das? Sag, keine Ahnung, wurde mir geschenkt. Von wem? Zuschauer? Was? Hä? Ich mach Videos. Aha, hin und her. Zentrale durchgegeben, Handy wird nicht gesucht. Das ist schön. Können Sie alles wieder einpacken? Ich pack alles wieder ein. Meine Powerbank einpacke, kommt die Frage auf, was ist denn das eigentlich? Hab gedacht, er meint die Powerbank. Wollten das kurz erklären, aber bevor ich dazu kam, sagte er, ist das echt oder ist das aufgemalt? Ich sag, was? Das Tattoo an ihrer Hand? Ich sag, das ist echt. Aha, ich sag, ja, ja gut, dann ihr Ausweis und einen schönen Morgen noch. Ich sag, ebenfalls. Ende. Achso, und das Ganze ist so circa 10-15 Minuten. Hast du in irgendeinem Moment daran gedacht, wegzulaufen? Wo ich mit Klick drüber gequatscht habe, dann meinte ich, ich wäre gelogen, weil ich habe gesagt, ich wäre, denke ich mal, 5 Meter gekommen, dann hätte mich der Chef von denen da, weil das war ein relativ hohes Tier, hätte sich auf mich geschmissen und ich wäre am Boden gewesen. Ne? Weil das waren auch keine normalen Polizisten, das waren irgendwelche Bereitschaftsdinger, ne? Also die hatten schon so schwere Klamotten. Haben die denn gesagt, was die da gesucht haben oder wen die da gesucht haben? Nein, gar nichts. Also meine Frage, wieso, weshalb, warum, wozu, nichts, allgemeine Personenkontrolle. Es war mein Fehler.
kurz in die Richtung zu den Waren zu gucken und gleichzeitig an der Hosentasche rumzuspielen und mein Portemonnaie rauszuholen. Das hat ihm wohl scheinbar schon irgendwie gereicht als Würgott, der versteckt gerade irgendwas oder hat irgendwas weggeschmissen. Das wird ihm, denke ich mal, schon gereicht dann. Wenn da vier Mann im Auto sind komisch. Und auch Freitag früh nichts zu tun, ja, da kannst du das schon mal machen, ne? Ja, mir 10 Minuten meines Lebens stehlen. Weißt du, und irgendwie, keine Ahnung, eine Aufmerksamkeitsspanne für Rentner schaffen, die um die Uhrzeit auch nichts anderes zu tun haben. Aber ansonsten, boah, war das die Geschichte. Und was sagt ein, das Zeit wieder? Ist es ja, das ist ja egal, aber mir kommt das so vor, als ob das, als ob da das nicht so ganz ein netter, ja, dass es willkürlich war und eben auch, dass es, dass da nicht so ganz der richtige Ton getroffen wurde. Also so normalerweise. Es ging. Also der Typ, der das Sagen hatte, sprich, der hatte einen Haufen blaue Sterne, also der war irgendwas so ist. Aber die Silbernen sind doch die hohen, oder? Und die Goldenen dann, oder? Und die Blauen sind doch die. Ja, die anderen hatten Weiß, also nicht Silber, sondern Weiß. Ah, okay. Und der hatte Blau und der hatte sehr viel Blau. Ah, okay. Und hast du auch gemerkt, auch das so. War halt der Elb, das war so, keine Ahnung, Mitte, Ende 30er war das. Und die anderen, die waren so Anfang 20er. Ne? Okay. Und gut, die haben nicht großartig viel gesagt. Der eine hat halt nur dreimal gefragt, wie er die, welchen Code er an Handy eingeben muss, dass er die Seriennummer kriegt und wie das Handy angeht. Ne? Und der Mitte 30er hat halt durchs Gespräch geführt. Ja, ich sag mal so, freundlich ist was anderes. Also überfreundlich ist was anderes. Ich sag mal so, er war freundlich, aber bestimmt so auf Deutsch, ne? Ich meine, mir war das ja dann in dem Moment Latte. Ich hatte ja gedacht, sie nehmen mich mit wegen irgendwas. Da hätte ich dann gerne einen Grund gewusst. Aber naja, wir sind ja gut im Endeffekt 10 Minuten meines Lebens verschwendet. Keine Ahnung, die Rentner hatten mal wieder was zum Gaffen. Und ich stelle mir halt die Frage, gut, warum eigentlich? Ne? Aber ist halt so. Ich meine, die Moral der Geschichte, gehst du einmal raus, passiert so ein Scheiß. So. Aber naja, ich sag, solange mir das jetzt nicht jede Woche passiert, sehe ich das halt entspannt, aber ich würde mich halt trotzdem auf Twitter mal minimal darüber nicht aufregen, aber das mal zur Kenntnis nehmen, weil das schon, weil ich das auch so nicht kannte. Ich weiß, dass die Personen kontrollieren dürfen, also nicht randommäßig, sondern wenn sie irgendwie einen Anhalt, also einen Verdacht haben auf irgendwas oder so, oder ich ähnlich aussehe wie irgendjemanden, whatever, aber einfach so randommäßig ohne eine Begründung, oder allgemein, oder halt zu sagen, das ist jetzt ein Allgemein, das kannte ich in dem Fall auch noch nicht und das fand ich sehr bemerkenswert. Ja. Merkwürdig. Ja, also habe ich jetzt auch nicht aber, das Bedürfnis, dass mir das mal passiert. Ist richtig. Aber wir sind fertig für den Part. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ein Like ist ein Like für mich, ne, ganz klar. Und ein Dislike ist halt, ja, aus der Nummer kommen wir eh nicht mehr. Genau, genau. Aus der Nummer kommen wir jetzt eh nicht mehr raus. In dem Sinne, das nächste Video am Montag. Aber nur, wenn wir die 5000 Likes schaffen. Tschüss. Tschüss.